Die Damen und Herren, liebe Medienschaffende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Medienkonferenz heute aus dem Medienzentrum vom Kanton Zürich. Das Thema ist die polizeiliche Kriminalitätsstatistik vom vergangenen Jahr, vom Jahr 2022. Es informiert Sie der Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich, der Regierungsrat Mario Fehr, die Chefin von der Kriminalpolizei von der Kantonspolizei Zürich, Christiane Lentjes Meili, und Chefin von der Kriminalabteilung von der Stadtpolizei Zürich, Andrea Jug-Höhner. Und jetzt gebe ich gerne das Wort am Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich. Merci. Ja, guten Morgen miteinander, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich möchte ganz am Anfang von meinen Ausführungen einen Dank aussprechen an alle Polizeikräfte im Kanton Zürich, also nicht nur die Stadtpolizei Zürich, Stadtpolizei Winterthur, Kantonspolizei, sondern auch an die 37 kommunalen Polizeikorps. Wir haben anforderungsreiche Jahre, auch ein letztes anforderungsreiches Jahr hinter uns. Ich rufe immer wieder in Erinnerung, die verschiedenen Polizeikräfte haben nicht ausschließlich das müssen bewältigen, wo wir heute darüber reden, nämlich Verbrechen, Vergehen, Übertretung im engeren Sinn, sondern haben auch wesentliche Beiträge geleistet bei der Bewältigung von der Pandemie, haben wesentliche Beiträge geleistet bei der Energiemangellage, haben wesentliche Beiträge geleistet bei der Bewältigung von der grossen Flüchtlingszahlen. Also die Polizei ist mehr als nur die Statistik. Die Polizei hilft immer und überall. Polizistinnen und Polizisten sind über ihre angestammten Bereiche heraus tätig, und nebenbei haben wir ja auch noch das POZ bezogen. Es hat einiges zu tun gegeben. Trotz all diesen Herausforderungen ist der Kanton Zürich ein sicherer Kanton. Wir haben verschiedene, auch gegenläufige Tendenzen im letzten Jahr. Und ich glaube, dass sich an diesen gegenläufigen Tendenzen auch die gesellschaftlichen Realitäten widerspiegeln. Wir haben zum Beispiel einen Rückgang bei der Jugendkriminalität. Ein Rückgang bei der Jugendkriminalität, wo wir nachher zeigen können, dass die verschiedenen Massnahmen Wirkungen zeigen. Die Rückkehr vom öffentlichen Leben, Aufhebung von allen Corona-Massnahmen, haben aber auf der anderen Seite auch wieder dazu geführt, dass die Leute halt nicht mehr so viel zuhause sind. Das sieht man dann bei den Diebstählen, wo ziemlich heftig angezogen haben und eigentlich der Haupttreiber sind für eine gesteigerte Kriminalität. Also nochmal vielen Dank allen. Wir haben hier die Jugendkriminalität, die es erstmals seit 4 Jahren abgenommen hat, wo jetzt plus minus auf dem Stand, wir haben extra so das noch grafisch probiert zu untermalen, so auf dem Stand von der Vorpandemiejahr wieder sind. Wieso glauben wir, dass das so ist? Vielleicht noch das Detail, wo es vor allem dazu geführt hat, bei den Gewaltstraftaten. Wir haben verschiedene Massnahmen ergriffen. Die Bekämpfung von der Jugendkriminalität war ein Schwerpunkt von der Arbeit von der Kantonspolizei, wo wir ein Projekt im 21. gestartet haben, dann mit der Stadtpolizei Zürich, Winterthur, Oberjugendanwaltschaft, Jugendanwaltschaft und weiteren Partner. Ich darf in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass die Kantonspolizei Zürich in allen Bezirken Jugendinterventionistinnen und Jugendinterventionisten hat, die eng vernetzt sind mit den lokalen Behörden, mit den Schulbehörden, wo wir immer versuchen, frühzeitige Kriminalitätsentwicklungen wahrzunehmen. Auch einzelne Leute, die am Karren zu fallen drohen, frühzeitig können aufnehmen. Wir haben aber daneben auch die eigentliche polizeiliche Tätigkeit intensiviert. Patrouille, Kontrolle, Sicherstellung von gefährlichen Waffen. Und wir werden nicht Look lassen bei der Jugendkriminalität. Ich habe früher lange mal auf einer Jugendanwaltschaft und in einem Jugendheim geschafft. Und ich weiss, dass es wichtig ist, dass man gerade bei Kriminalität frühzeitig interveniert. Weil je früher man interveniert, desto mehr Hoffnung besteht, dass die Leute auf den rechten Weg finden. So, das sind die Kriminalitätszahlen. Wir haben die Einwohnerinnen und Einwohner vom Kanton Zürich, die auch immer steigen. Der Kanton Zürich ist ein attraktiver
Kanton mit gesunden Finanzen, aber das hat Ihnen der Finanzdirektor letzte Woche schon gesagt. Und wir sehen jetzt aber im Verhältnis zum 21. ein Anziehen von den Straftaten. Wir haben das da noch verdeutlicht. Wir sind auch da praktisch wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Wir sind immer noch unter 100'000 Straftaten. Das ist wichtig, weil vor 2013 haben wir sehr oft sehr viel über 100'000 gehabt. Das ist so dort darf es nicht durch die Decke gehen. Aber wir glauben, dass das viel zu tun hat mit der Rückkehr vom öffentlichen Leben, wo halt auch Kriminalität zurückkommt. So, ich werde jetzt noch zwei Fokus machen, weil ich glaube, dass sie auch politisch interessant sind, aber auch polizeilich. Der eine Fokus ist häusliche Gewalt. Wir unterscheiden zwischen häuslicher Gewalt, wo nachher ein Strafverfahren stattfindet, und familiäre Differenzen, wo es ohne ein Strafverfahren abgeht. Ohne Strafverfahren heisst nicht aber, dass es friedlich ist, weil sonst würde die Polizei nicht ausrücken. Die Polizei rückt nicht aus, wenn es friedlich ist, sondern wenn sie muss ausrücken. Ohne Straftatbestand heisst, dass es zum Beispiel auch hätte können zu einer Tätlichkeit kommen, zu einer Nötigung im Familienkreis. Das sind beides Antragsdelikte. Und wenn dann eben die Sache kann friedlich oder einigermaßen friedlich beigelegt werden, gibt es keine Strafanzeige, damit auch kein Straftatbestand. Was aber nicht heisst, und ich glaube, das ist die eigentlich entscheidende Statistik, was aber nicht heisst, dass man nicht Massnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz kann verfügen kann, also Rayonverbot zum Beispiel. Die Polizei können bis 14 Tage die GSG-Massnahmen machen. Das ist wirklich etwas, wo der Kanton Zürich auch eine Pionierrolle eingenommen hat, schon in den 90er Jahren, wo wir auch daran geschafft haben, an diesem Gesetz, wie man jetzt auch Stalking-Tatbestände kann. Faktisch, und das lässt sich nicht wegdiskutieren, Polizistinnen und Polizisten sind im Kanton Zürich knapp 20 Mal ausgerückt, wegen häuslicher Gewalt, wegen familiären Differenzen. Wir haben noch nie so viele Schutzmassnahmen verfügt, und bei jedem sechsten Ausrückfall hat es eine Schutzmassnahme gegeben. Und das kann man jetzt interpretieren auf verschiedene Art und Weise. Man kann sagen, die üblen Delikte gegen häusliche Gewalt haben insgesamt zugenommen. Man kann aber auch sagen, weil wir so viel machen, kommt das, was ans Licht kommt, endlich ans Licht. Wir machen sehr viel in diesem Bereich. Das ist ein Schwerpunkt der Schwerpunkt vom Regierungsrat, Gewalt gegen Frauenschutz von Opfern. Der Regierungsrat hat ja 5 Schwerpunkte, die er jeweils für 3 Jahre festlegt, Justiz und Polizei zusammen. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn Sie davon ausgehen können, dass wir da dranbleiben, auch als Schwerpunkt. Wir haben verschiedene Massnahmen gemacht. Wir haben vor allem am Anfang an von der Pandemie, wie wir auch natürlich ganz am Anfang, wo die Leute zuhause waren, befürchtet haben, dass es mehr Übergriffe gibt, unsere Einsatzzentralen angewiesen, noch schneller, noch intensiver Polizistinnen und Polizisten zu schicken, wenn ein Notruf kommt. Wir haben unsere interne Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, die bei der Kantonspolizei angesiedelt ist verstärkt. Wir haben eine Präventionskampagne gemacht. Wenn ich mir sage, meine ich alle Polizeien, die Staatsanwaltschaft, die kantonale Opferhilfe. Wir sind jetzt dran, die Istanbul-Konvention umsetzen. Das haben wir Ihnen mehrfach vorgestellt. Wir haben ein 16-Punkte-Programm. Eine Vorlage wird jetzt dann, glaube ich, gerade am 3. April in den Rat kommen, wo Kinderrechte stärkt im Zusammenhang mit der GSG-Massnahmen. Das koordiniert ist der ganze Massnahmenplan, wo auch die Bildungsdirektion, Gesundheitsdirektion und selbstverständlich die Justiz mit an Bord sind. Wir arbeiten nicht allein, sondern wir arbeiten mit unseren Partnerinnen und Partnern, nicht nur im Polizeibereich. Sehr wichtige Rolle nehmen auch die Beratungsstellen, die Frauenhäuser ein. Wir haben vom kantonalen Sozialamt, auch in Zusammenarbeit mit der Justizdirektion, Zoku-Beiträge gestärkt. Wir haben ihnen mehr Geld gegeben, damit sie ein noch besseres Angebot machen können. Wir haben jetzt gerade Beiträge ihnen nochmal erhöht für sogenannte Übergangswohnen. Also wenn eine Frau in einem Frauenhaus war, mit oder ohne Kind, und nachher eigentlich ihre angestammte
Wohnkreis zurück müssen, das aber nicht geht. Dann gibt es die neuesten so Übergangswohnungen, damit eben die Distanz vom Täter kann weiterhin gewährleistet werden. Also wir machen wirklich sehr viel. Ich glaube, das sieht man an der Statistik. Persönlich glaube ich, dass einfach nur mehr jetzt das Tageslicht gekommen ist, dass wenn wir wollen, dass Opfer von häuslicher Gewalt, Opfer von hässlichen Auseinandersetzungen sich können melden, Hilfe bekommen, weil nur wenn sichtbar wird, was ist, kann man es auch wirksam bekämpfen. Ein zweiter Fokus, den wir ganz bewusst jetzt auch noch darstellen wollen, der aber eigentlich mit der Kriminalitätsstatistik nicht so ganz einen engen Zusammenhang hat, möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Wir haben vor ein paar Wochen festgestellt, dass der Hauptbahnhof Zürich ein Fokus wurde, ist ein Fokus nicht nur von allerlei Partygängern, sondern auch ein kleines, also ein Mekka, ist wahrscheinlich nicht politisch korrekt, ein Ort, wo einfach viele Leute hinkommen, die von der ganzen Schweiz sich treffen, es halt auch Alkoholexzesse gibt, Diebstahl, Gewalt gibt, und wir etwas haben müssen machen. Wir haben im Hauptbahnhof Zürich massiv mehr Verhaftungen gemacht, auch da schaffen wir selbstverständlich auch mit der Stadtpolizei zusammen, wir sind für den Oberteil vom Hauptbahnhof verantwortlich, aber selbstverständlich wissen wir, dass rund um den Hauptbahnhof um die Stadt Zürich ist und wir mit dieser auch zusammen arbeiten. Wir haben unsere Präsenz intensiviert, zusammen mit den Sicherheitspartnern, das sind die SBB, die Stadtpolizei Zürich, private Firmen. Wir haben die zivilen Patrouillen verstärkt mit vielen uniformierten Polizistinnen und Polizisten haben sie am letzten Wochenende nochmal verstärkt. Wir haben 1600 Personen kontrolliert, 250 Wegweisungen vollzogen. Ich bin selber in der letzten Silvesternacht am Hauptbahnhof unterwegs gewesen und habe gemerkt, dass die Intensität, ich würde mal so sagen, die Intensität von der Unfreundlichkeit ein bisschen zugenommen hat. Es hat sehr viel Verhaftungen in der Silvesternacht gegeben. Die Zellen sind voll gewesen und wir wollen, dass der Hauptbahnhof ein sicherer Ort ist, ein Ort ist, wo Menschen von allen Kulturen, von allen Religionen, von allen Geschlechtern können hingehen. Wir werden unsere Präsenz, unsere Patrouillentätigkeit hochhalten, weil wir wollen, dass der Hauptbahnhof sicher ist. Mein Fazit darum, wir sind konstant unter 100'000 Delikte. Jugendkriminalität ist zurückgegangen. Andere Kriminalitätsformen wie der Diebstahl sind aufgegangen. Insgesamt haben wir in etwa das Vor-Pandemie-Niveau. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Polizeien genügend alimentiert sind. Kommunal, Stadtpolizei, kantonale Polizeien. Wir investieren in moderne Technologien, in persönliche Ausrüstung, auch in die Ausbildungsinfrastruktur. Und ich möchte abschliessend einfach nochmal ganz, ganz herzlich danken allen Polizistinnen und Polizisten, nicht nur denen von der Kantonspolizei. Wir machen einen Verbundjob mit der Stadt Winterthur, mit allen kommunalen Polizeikorps, aber auch mit der Justiz, mit der Bahnpolizei, mit weiteren Kräften. Ich glaube, insgesamt ist der Kanton Zürich ein sicherer Kanton, das soll er auch bleiben. Und ich freue mich jetzt, das Wort weiterzugeben. Major oder Majorin, ich weiß gar nicht. Major. Frau Major. Danke vielmals. Geschätzte Damen und Herren, nach diesen Ausführungen vom Herrn Sicherheitsdirektor gehe ich gerne noch auf einige weitere Deliktskategorien ein. Ich möchte Sie aber vorher gerne darauf hinweisen, dass Sie unseren detaillierten Jahresbericht mit sehr ausführlichem Zahlenmaterial bereits online finden können. Auf der Webseite zh.ch/kriminalstatistik haben wir auch weitere Informationen interaktiv für Sie aufbereitet. Sie können dort auch Daten für Zeitreihen oder auch regionale Kriminalitätsentwicklungen beziehen. Die drei Hauptkategorien von der Kriminalstatistik haben 2022 gesamthaft um 9% zugenommen. Sie haben es gehört, die Tiefstwerte, die wir haben im 2021, sind natürlich stark auf die pandemiebedingten Einschränkungen, die wir dort hatten, sei es fürs Reisen, für die Mobilität oder auch fürs öffentliche Leben natürlich zurückzuführen gewesen. Und darum erstaunt natürlich nach der Aufhebung der Massnahmen der Anstieg nicht wirklich.
Denken wir zum Beispiel an die Wiederaufnahme der Grossveranstaltungen, die traditionsgemäss und so auch das letzte Jahr eben viele Tatgelegenheiten schaffen, zum Beispiel sehr, sehr zahlreiche Diebstähle jeweils passieren. Verstöße gemäss dem Strafgesetzbuch haben in fast allen Deliktgruppen wieder zugenommen, gesamthaft um über 9%. Während sie teilweise noch deutlich unter dem Niveau von 2019 liegen, erreichen allerdings Vermögensstraftaten ein weitaus höheres Niveau, als wir es unmittelbar vor der Pandemie hatten. Ich komme noch auf das zurück. Betäubungsmitteldelikte sind seit mehreren Jahren rückläufig. Sie gehören aber zur sogenannten Hohl- oder Kontrollkriminalität. Das heisst, dass ihre Entdeckung natürlich auch von den polizeilichen Aktivitäten sehr stark abhängig ist. Und darum widerspiegelt der Rückgang in diesem Bereich auch ein Stück weit die starke Belastung der Polizeikräfte in vielen anderen Aufgabenbereichen. Der Herr Sicherheitsdirektor hat es erwähnt, denken wir an Massnahmen im Kontext mit der Ukraine-Krieg, Flüchtlingsbewegung, mit der Migration, mit der Klimakrise oder natürlich auch die verschiedenen fachlichen Schwerpunkte, die der Herr Sicherheitsdirektor bereits erwähnt hat. Die Zunahme der Verstöße gegen das Ausländerrecht um 48% führt die Lage jetzt zahlenmässig wieder auf den gleichen Stand, wie wir es vor dem Ausbruch von der Pandemie hatten. Die liegen aber immer noch deutlich, deutlich tiefer, als wir es Mitte der 10er Jahre gesehen haben. Eine Zunahme der Delikte zeigt sich in praktisch allen Bezirken des Kantons. Sie sehen hier die dunkleren Balken, wo die Veränderung vom 2022 gegenüber dem 2021 zeigen. Die eingeschränkte Mobilität während der Pandemie hat damals zu geografischen Verlagerungen auf die Landschaft geführt. Und jetzt sehen wir im 2022, dass Kriminalitätslasten sich langsam wieder tendenziell zurück in die urbanen Zentren bewegt haben. In der Stadt und der Landschaft Winterthur haben sich vor allem auch einige Serien von eher niederschwelligen Vermögensdelikten treibend auf die Statistik ausgewirkt. Speziell fällt da auf der Bezirk Pfäffiken. Der hat im Jahr 2021 auch wegen diversen Tatserien von einer ganz ungewöhnlichen Zunahme von 20% müssen verzeichnen. Und dort sind jetzt natürlich auch die entsprechenden Rückgänge, die man hier als Ausschlag sieht. Leider haben die Delikte gegen Leib und Leben im 2022 gesamthaft um 4% zugenommen. Die Mehrheit der Deliktsarten in dieser Kategorie sind von diesem Anstieg betroffen. Am stärksten haben Gewaltdelikte in der Stadt Zürich im öffentlichen Raum zugenommen. Aber Sie haben es gehört, wir haben auch mehr Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt verzeichnet. 2022 haben wir leider 9 Opfer von vollendeten Tötungsdelikten müssen ausweisen. Darunter waren 4 Frauen und ein Kleinkind. Auch die versuchten Tötungsdelikte und die schweren Körperverletzungen haben 2022 stark zugenommen. Immer wieder haben Alkohol- und Drogenkonsum oder auch psychische Störungen dabei eine wichtige ursächliche Rolle gespielt. Und immer öfter ist es auch zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen im Drogenhandelsmilieu gekommen, wo zum Teil dann in schwerer Gewalt ausgeartet ist. Viele Delikte sind mit mitgeführten Waffen, speziell Messer und anderen gefährlichen Werkzeugen ausgeführt worden und einige Opfer sind nur mit grösstem Glück an ihren lebensgefährlichen Verletzungen nicht verstorben. Polizeikräfte ziehen darum sehr konsequent gefährliche Gegenstände ein und sie müssen sich auch zunehmend selber sehr eng schützen. Ich wünschte mir, dass da auch vielleicht ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden würde. Bewaffnet in Ausgang zu gehen, dünkt mich nicht wirklich cool, sondern einfach nur brandgefährlich. Und auch Zivilcourage ist sicher ganz ein wichtiger Aspekt, wenn man als Beobachter vielleicht zusammen mit anderen auch einmal kann eingreifen und eine Gewaltentwicklung kann unterbrechen. Leider ist im 2022 auch der Trend zum Rückgang der Vermögensstraftaten abbremst worden. Sie erreichen die höchsten Zahlen seit 2015 und allein die verschiedenen Diebstahlsarten haben um 20% zugenommen. Da wirken sich ganz klar verschiedene Faktoren aus. Das ist einerseits, wie wir es gehört haben, die Aufhebung der Corona-Einschränkungen.
aber ganz klar auch die zunehmende Digitalisierung und sicher hat auch die angespannte Wirtschaftslage und die Migration gewisse treibende Wirkung auf Vermögensdelikte. Und darum denke ich es mir besonders eindrücklich, wenn man die Ergebnisse von unserer gezielten Vermögensabschöpfung anschaut. Es geht dort ganz klar darum, deliktisch erlangte Vermögenswerte oder auch ihre Ersatzwerte zur Rückgabe an Geschädigte oder auch zur Einziehung an den Staat sicherzustellen. Unser Motto ist, Straftaten sollen sich einfach nicht lohnen. Da haben wir einige internationale Grossverfahren gehabt und einen Schwerpunkt im Bereich der Geldwäscherei. Das hat dazu beigetragen, dass wir die Rekordsumme vom Vorjahr in dem Jahr 2022 mit fast 87 Millionen nochmal erheblich haben können übertreffen. Die Gegenüberstellung von zwei Deliktskategorien soll Ihnen die gegenläufige Entwicklung von analogen und digitalen Vermögensstraftaten ein bisschen besser aufzeigen. Die Zahlen von diesen beiden Typen gleichen sich nämlich immer mehr an. 2022 haben wir bei den Einbruchsdiebstählen zwar einen Anstieg um gut 20% gehabt, sie haben aber im Vergleich zu den letzten 10 Jahren immer noch einen sehr tiefen Wert und man kann sagen, dass tendenziell die analoge Begehung von Vermögensstraftaten eher abnimmt. Im 2022 haben wir hingegen eine Zunahme gehabt von Betrugsdelikten, das hat sich weiter fortgesetzt. Es sind rund 9% mehr sättige Anzeigen als im Vorjahr erstattet worden. Und Sie sehen hier grün dargestellt den steigenden Anteil der digitalen Tatbegehung. Die Corona-Pandemie hat dem Trend natürlich zusätzlich Schub verliehen. Und wir stellen fest, dass im Netz sowohl Einzeltäter, aber natürlich auch organisierte und arbeitsteilig agierende Täternetzwerke seriell Betrugsdelikte begehen. Denken da zum Beispiel an Liebesbetrüge, sogenannte Romance-Scams oder vor allem auch die Online-Anlagebetrüge, die enorme Schadenssummen verursachen. Auch der Telefonbetrug basiert ja sehr stark auf digitaler Technologie. Da haben wir professionelle Gruppierungen, die eigentlich Callcenters betreiben. Sie ahmen mit technischen Tricks behördliche Telefonnummern an und täuschen so eine Vertrauenswürdigkeit vor. Und besonders perfid finde ich persönlich den Fokus von diesen Tätergruppierungen auf ältere Personen. Sie gehen davon aus, dass die sich viel leichter unter Druck setzen lassen und dass dort dann auch erhebliche Ersparnisse vorhanden sind, die zu holen sind. Die Kantonspolizei Zürich betreibt darum seit Jahren eine Sonderkommission, auch mit Unterstützung von der Stadtpolizei Zürich, die sehr eng auch mit Partnerbehörden im Ausland zusammenarbeitet. So ist es unter anderem aufgrund von dieser Zusammenarbeit im 2022 gelungen, in der Türkei ein Callcenter zu schliessen und sämtliche Verantwortlichen dort zu verhaften. Aber leider haben inzwischen auch andere Gruppierungen das Phänomen adaptiert. So wissen wir, dass polnische Clans, die ursprünglich den Enkeltrick, den klassischen betrieben haben, jetzt aktuell für eine grosse Welle von den sogenannten Schockanrufen verantwortlich sind. Das sind Anrufe, wo man ein schwerwiegendes Unfallgeschehen vortäuscht, um dann Geldsummen für Kautionierungen etc. einzufordern. Die Grafik zeigt leider, dass nicht nur die Versuche, sondern auch die vollendeten Telefonbetrüge im Moment wieder zunehmen und darum tut sich die Kantonspolizei mit anderen Polizeikorps aktuell an der Vorbereitung von einer nationalen Präventionskampagne beteiligen. Aber auch unsere neue Fachstelle Seniorenschutz kümmert sich ganz speziell um die Bekämpfung von Delikten, die speziell auf ältere Menschen ausgerichtet sind. Durch die zunehmende Bedeutung von digitalen Prozessen im Alltag und die vielen Online-Angebote in allen Lebensbereichen ist klar, dass die Zunahme von Bedrohungen im Netz für jeden Einzelnen von uns weiter sich fortsetzt. Digital Natives nutzen ihre vertieften IT-Kenntnisse und die Anonymisierungsmöglichkeiten, die sie im Internet haben. Sie begehen die Straftaten entweder selber oder sie bieten illegale Tools und Programme im Darknet an, wo praktisch jeder Mann auch mit letztlich wenig IT-Kenntnis solche Mittel kriminell einsetzen kann.
Auch wenn die polizeilich registrierten digitalen Delikte letztes Jahr nur in Anführungszeichen um gut 8% zugenommen haben, müssen wir doch von einer recht hohen Dunkelziffer ausgehen. Und darum ist Prävention ganz besonders wichtig. Ein Beispiel: Unsere Spezialisten beobachten die internationalen Entwicklungen im Bereich des Einsatzes von sogenannter Ransomware. Die wird von Kriminellen genutzt, um die IT-Infrastruktur von hiesigen Unternehmen zu infiltrieren, dort dann Daten zu verschlüsseln und anschliessend Lösegelder für die Datenfreigabe zu erpressen. Immer wieder gelingt es uns, aufgrund von unserer Zusammenarbeit potenziell betroffene Firmen frühzeitig zu warnen, damit die sich dann auch vor drohenden Angriffen schützen können. Und darum mache ich gerne wieder mal ein bisschen Werbung für unsere Website cybercrimepolice.ch. Dort informieren wir die Bevölkerung tagesaktuell über die neuesten Maschen, Wellen, Tricks von Cyberkriminellen und auch, wie man sich schützen kann. Mit diesem Appell übergebe ich gerne meiner Kollegin von der Stadtpolizei, Andrea Jug. Vielen Dank, Christiane. Geschätzte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich gebe euch jetzt gerne noch eine detaillierte Übersicht über die Entwicklungen und Zahlen in der Stadt Zürich. Auch unsere detaillierten Zahlen findet ihr online am bereits genannten Ort. Die Übersicht über die Zahlen zeigt auf, dass auch in der Stadt Zürich wieder mehr Delikte registriert wurden. Die Entwicklung dürfte, wie schon gesagt, primär auf die Aufhebung der diversen Corona-Massnahmen zurückzuführen sein und überrascht uns nicht. Das öffentliche Leben hat wieder Fahrt aufgenommen und auch die Zentrumslast der Städte wird wieder spürbarer. Stichwort zum Beispiel Grossveranstaltungen oder das Ausgangsverhalten. Es hat aus diesem Grund auch wieder mehr Tatgelegenheiten gegeben, was sich auf die Zahlen hat ausgewirkt. Nach 3 Jahren rückläufigen Zahlen sind im 2022 zwar die festgestellten Straftaten in der Stadt Zürich im Bereich des Strafgesetzbuchs gegenüber dem Vorjahr um rund 9%, also um knapp 3'500 Straftaten angestiegen. Sie sind aber immer noch auf dem 4. tiefsten Stand seit 10 Jahren. Trotz dem Anstieg gibt es eine besonders erfreuliche Mitteilung. Die Jugendkriminalität in der Stadt Zürich ist entsprechend von der Entwicklung im Gesamtkanton um 7,5% gesunken. Wenn wir die Hauptdeliktsgruppe vom Strafgesetzbuch anschauen, sehen wir, dass gleich wie die Entwicklung im Gesamtkanton in diesem Jahr die Zunahme auch in der Stadt Zürich ebenfalls vor allem im Bereich Leib-Leben und im Bereich der Vermögensdelikte zu finden ist. Die Straftaten gegen Leib-Leben weisen eine Zunahme von fast 10% auf, was in absoluten Zahlen ein Plus von 231 Fällen bedeutet. Der Anstieg bei den Vermögensdelikten um rund 13%, eine eigentliche Trendwende auch bei uns, ist in der Stadt Zürich vor allem auf Bereiche Taschen- und Trickdiebstahl, Fahrzeugdiebstahl und Ladendiebstahl zurückzuführen. Die machen über die Hälfte vom Anstieg aus, ein Total von rund 1'800 Fällen. Der Anstieg beim Taschendiebstahl ist mehrheitlich darauf zurückzuführen, dass im 2022 Street Parade wieder stattgefunden hat. Knapp 460 von den rund 700 Taschendiebstahl sind an der Street Parade passiert. Dafür haben die Raubdelikte mit Waffen erfreulicherweise um 30% abgenommen. Neben Diebstahl sind auch Betrugsformen, insbesondere die digitalen Betrugsformen, weiter angestiegen. Bei rund 2/3 von den knapp 1'500 Betrugsdelikten hat es sich im vergangenen Jahr um digitale Betrugsformen gehandelt. Hier gilt es, misstrauisch sein bei vermeintlich hohen Renditen und Rabatt, sich auf einem separaten Kanal oder mit Hilfe einer Fachperson vergewissern, ob ein vermeintliches Angebot echt ist, und möglichst wenige Informationen von sich online preisgeben. Bei den Straftaten gegen die Freiheit ist die Ursache der Zunahme in der Häufung beim Delikt Hausfriedensbruch zu finden. Dort haben wir ein Plus von 340 Fällen. Das Delikt tritt sehr häufig auch im Zusammenhang mit gewissen Diebstahlsformen auf. Und weil wir einen Anstieg beim Ladendiebstahl haben zu verzeichnen, und auch mit weiteren Diebstahlsarten, wie zum Beispiel beim Einschleichdiebstahl, jeweils gleichzeitig ein Hausfriedensbruch begangen wird, ist der Anstieg nachvollziehbar.
Im Bereich übrige Titel Strafgesetzbuch ist auch eine leichte Reduktion von der Anzahl Gewalt und Drohung gegen Beamte von minus 50 Fällen enthalten, wo nach dem Allzeithoch vom letzten Jahr aber immer noch bedenklich hoch ist. Die Zahlen im Betäubungsmittelbereich bewegen sich wie im letzten Jahr weiter nach oben. Die registrierten Verstöße sind um über 7% zurückgegangen. Solche Ermittlungen beruhen in der Regel nicht nur auf Hinweisen von Dritten, sondern hängen auch von der polizeilichen Lagebeurteilung und vom Ressourceneinsatz ab. Darum können die Zahlen je nach aktueller Lage, Belastung und der daraus folgenden Prioritätensetzung Schwankungen unterworfen sein. Gegen Betäubungsmitteldelikte gehen wir zum Beispiel mit gezielten Aktionen und Polizeipräsenz vor und beobachten und beurteilen die Lage laufend. Nachdem die Fallzahlen 2021 im Bereich Leib und Leben um über 13% zurückgegangen sind, ist im vergangenen Jahr leider wieder eine Zunahme um fast 10% auf über 2'500 Straftaten erfolgt, die primär auf die auf dieser Folie dargestellten Delikte zurückzuführen ist. Die Zahl der Tätlichkeiten, in der Grafik blau dargestellt, ist um 98 Fälle gestiegen. Bei den Körperverletzungen ist es bei den leichten Fällen, die in der Grafik mit dem olivgrünen Balken gezeichnet sind, zu einer Zunahme von 52 Fällen gekommen und bei den schweren Körperverletzungen in der Grafik gelb dargestellt, zu einer Zunahme von 43 Fällen gekommen. Die Zunahme hat sich zur Hauptsache im öffentlichen Raum, also außerhalb von häuslichen Beziehungen, ereignet. Die entsprechenden Hotspots rund um den Hauptbahnhof, um das Bellevue, im Langstrassenquartier und im Gebiet von den Ausgangsmöglichkeiten in der Innenstadt sind auf der Karte rechts auf der Folie sehr gut zu sehen. Rund ein Drittel von diesen Delikten hat sich spät in der Nacht und am Wochenende ereignet. Die Zunahme steht damit unzweifelhaft im Zusammenhang mit der Wiedererstarkung vom Nachtleben und dem Personenaufkommen bzw. vom Freizeitverkehr. Wie im Gesamtkanton haben auch in der Stadt Zürich Gewaltstraftaten mit Messer zugenommen. Die Zunahme betrifft insbesondere die einfache Körperverletzung. Glücklicherweise ist es aber zu weniger schweren Körperverletzungen mit Stichwaffen gekommen und auch Gewaltdelikte mit Messer begangen durch Minderjährige haben auf tiefem Niveau weiter abgenommen. Über mögliche weitere Ursachen des Anstiegs in diesem Bereich lässt sich nur spekulieren. Nach so einem einschneidenden Ereignis wie der Corona-Pandemie ist die Entwicklung innerhalb eines Jahres noch nicht aussagekräftig und die weitere Entwicklung muss eng beobachtet werden. Sollte sich die Lage verschärfen, würden wir sofort Massnahmen ins Auge fassen und ergreifen. Anders als in anderen Regionen des Kantons und entgegen dem gesamtschweizerischen Trend haben die Einbrüche in der Stadt Zürich abgenommen. Die gemeldeten Fälle von Einbruchdiebstahl haben sich in der Grafik blau dargestellt im vergangenen Jahr auf rund 2'000 vermindert, was einem leichten Rückgang von 38 Einbrüchen, also von knapp 2% entspricht. Da sind Einbrüche in gewerblich genutzte Liegenschaften und Objekte inkludiert. Bei dieser leichten Abnahme dürfte einerseits nach wie vor das Arbeiten von daheim aus dem Homeoffice eine Rolle gespielt haben, was naturgemäss weniger Tatgelegenheiten mit sich bringt. Auch haben wir im letzten Jahr in unserem Monitoring weniger Hinweise auf Serientätenschaft gehabt. Der Personenverkehr ist immer noch kleiner als vor Corona und wir sind außerdem froh, dass unsere Massnahmen greifen. Fahrzeugeinbruchdiebstahl, die seht ihr in der Grafik gelb dargestellt, sind nach der Abnahme vom letzten Jahr wieder um 138 Fälle angestiegen. Was auch damit zu tun hat, dass wir im letzten Jahr 8 Intensivtäter ermitteln konnten, also Täter, die 5 oder mehr und zusammen 81 Fahrzeugeinbrüche begangen haben. Einer davon, der alleine 30 von diesen Delikten zu verantworten hatte, konnten wir im 2022 in Flagranti verhaften. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Fahrzeugdiebstahl. Die Anzahl Delikte ist in den letzten Jahren stetig und teilweise sehr stark angestiegen. Nach einem kurzen Einbruch im letzten Jahr,
sind die Zahlen ähnlich hoch wie im 2020, wo wir ein Allzeithoch hatten. Im Vergleich zum Vorjahr sind in der Stadt Zürich im 2022 auch fast 42% mehr E-Bikes entwendet worden. Ihr seht es in der Grafik grün dargestellt. Mit rund 950 erfassten Diebstählen von E-Bikes entspricht das einem mehr als 12-fachen Wert im Vergleich zum Jahr 2014, wo statistisch zum ersten Mal eine Unterscheidung nach Antriebsart ist erfasst worden. E-Bikes sind immer mehr verbreitet, darum gibt es für die Täterschaft natürlich auch immer mehr Ziele. Die hohe Nachfrage und die hohen Occasionspreise sind ein zusätzlicher Anreiz für die Täterschaft. Dazu kommt, dass E-Bikes meistens nur schwache Diebstahlsicherungen aufweisen, die vergleichbar sind mit herkömmlichen Velo. Die Stadtpolizei Zürich legt seit einiger Zeit einen Fokus auf die Ermittlungen im Zusammenhang mit Diebstahl von E-Bikes und der Ergreifung dieser Täterschaft. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr gute Erfolge erzielt bei der Aufklärung, Sicherstellung von Diebesgut und dem Erlös aus den Wiederverkäufen und Verhaftungen von der teilweise spezialisiert und organisiert agierenden Täterschaft. Damit schließe ich meine Ausführungen zu der Kriminalitätslage in der Stadt Zürich und bedanke mich für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank, Frau, ich kann es fast nicht sagen, Frau Major. vielen Dank, einfach nochmal in Erinnerung gerufen, das ist quasi eine Gesamtdarstellung von der polizeilichen Aktivitäten beziehungsweise von den polizeilichen Aktivitäten, dort wo sie auch Erfolg haben. Nochmal, das alles ist neben der Pandemie, neben der Energiemangellage, neben den Flüchtlingsströmen und jetzt in unserem speziellen Fall noch neben dem Bezug vom POZ passiert. Darum nochmal vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt sehr gerne offen für Fragen. Ich weise darauf ein, dass wir nachher nicht mehr so viel Zeit haben. Wir können noch elektronische Interviews machen, aber keine ausführlichen Zeitungsinterviews. Darum bitte fragen Sie jetzt. Ja. Sie haben Trafik.